33 Jahre vereint. Aber wie viel Einheit haben wir erreicht? Wie viele fühlen sich nicht angenommen, nicht angekommen? Das war für mich keine Wiedervereinigung, sondern eine feindliche Übernahme. Ganz, ganz viele meiner Freunde zahlen ihre Miete nicht an ostdeutsche HausbesitzerInnen, sondern an westdeutsche. Gängige Praxis der Großbanken in Deutschland ist ganz klar, dass der Osten immer noch Risikogebiet ist. Heimatverlust, Fremdheitsgefühle und Abwertungen. Mir kommt das alles bekannt vor. Richtig vieles von dem, was Ostdeutsche berichten, ähnelt den Erfahrungen von Migranten. Menschen, deren Eltern eingewandert sind. Das heißt nicht, ich bin Bürger zweiter Klasse. Es ist, ich werde zum Bürger zweiter Klasse gemacht. Ich habe mich eine Zeit lang auch Bürger dritter Klasse gefühlt. Die sehen nicht, wie viel wir Gastarbeiter dazu beitragen, dass Deutschland heute das ist, was es ist. Wenig Respekt, nicht die gleichen Chancen. Haben Ostdeutsche und Migranten das etwa gemeinsam? Dazu spreche ich mit Menschen, die lange in der Bundesrepublik leben und doch mit diesem Land hadern. Und ich treffe eine Frau, die uns das erste Fernsehinterview seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt gibt. Viele Jahre habe ich immer ein ganz bestimmtes Gefühl gehabt, wenn ich durch das Brandenburger Tor gegangen bin. Es blieb immer etwas Besonderes. Angela Merkel, die Wir-schaffen-das-Kanzlerin, die ihre ostdeutsche Identität erst sehr spät zum Thema machte. Das Gespräch mit ihr auch unerwartet persönlich. Es war wie so ein kleiner Schlag in die Magengrube, muss ich ganz ehrlich sagen. Ende der 90er Jahre bin ich in den Osten gegangen. Ich habe dort mehrere Jahre bei einem Radiosender gearbeitet. Und was sich wie so ein roter Faden durchzog, war bei vielen Menschen und Kollegen das Gefühl, nicht wirklich angekommen zu sein im wiedervereinigten Deutschland. Ein Gefühl, das viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, so wie ich, sehr gut kennen. Und ich möchte in persönlichen Gesprächen herausfinden, gibt es dieses Gefühl 33 Jahre nach der Wiedervereinigung und Jahrzehnte, nachdem die ersten Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, immer noch? Und auch auf die Fakten will ich schauen. Wie groß sind die Unterschiede, zum Beispiel bei Lohn, Erbe oder Besitz? Ich starte in Ostdeutschland, wo es zwar ein zunehmend starkes Selbstbewusstsein gibt, aber offenbar fühlen sich immer noch viele zurückgesetzt. Und das spiegelt sich auch wieder in einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Wir wollten wissen, ist der Vorwurf berechtigt, dass sich Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse fühlen? Und tatsächlich, 50% der befragten Ostdeutschen stimmen dieser Aussage auch heute noch zu. Und dieser Wert hat in den letzten Jahren nicht etwa abgenommen, sondern er bleibt stabil. Ich bin unterwegs und frage nach, woher kommt dieses Gefühl der Benachteiligung? Ja, wir kämpfen also mehr auch finanziell als wie die Westdeutschen auf jeden Fall. Das ist der finanzielle Unterschied und deswegen fühlen sich die Bürger alle zweiter Klasse wahrscheinlich. Zum Beispiel in der DDR sind wir gelebt worden und jetzt müssen wir selber leben. Und da gibt es eben auch welche, die das gar nicht können, die dann nicht damit zurechtkommen. Natürlich ist es für viele dann auch schwierig, weil sie gebrochene Karrieren haben. Sie vielleicht arbeitslos waren lange Zeit in den 90er Jahren und dementsprechend auch häufig dann wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind wie die Leute, die vielleicht im Westen durchgängig gearbeitet haben und durchgängig Karrieren machen konnten. Ich bin schon noch so ein bisschen mit diesem Ossi-Wessi- und Vorurteilsding aufgewachsen und habe auch das Gefühl, gerade in meiner Heimatregion, also im Vogtland, das flammt wieder ein bisschen auf. Aber dass es halt trotzdem nicht dieses zweite Klasse bedeutet. Das ist einfach nur was anderes, ein bisschen eine andere Identität. Eine andere Identität. Eine, aus der auch Kraft geschöpft wird, scheint bei jungen Ostdeutschen weit verbreitet. Auf einer Konferenz in Chemnitz treffe ich die Modedesignerin Eva Howitz. Ihre Initiative Lokaltextil will den Niedergang der ostdeutschen Textilindustrie bremsen, in der zu DDR-Zeiten Hunderttausende nähten, webten und strickten. Also das ist aus unserem Partnerbetrieb. Wir machen Textilwirtschaftsrettung eigentlich auch. Und das ist die Leinweberei Hoffmann in der Lausitz.
Die haben wir letztes Jahr mit beschützt sozusagen. Da sind jetzt 17 Arbeitsplätze erhalten und die weben weiter. Wie Textilindustrie langsam verschwindet, das kenne ich aus meiner Heimatstadt Rheine, wo ich als Jugendlicher gejobbt habe. Dort sind sehr viele Arbeitsplätze über einen Zeitraum von Jahrzehnten verschwunden. In der ehemaligen DDR ist es durch die Wende innerhalb weniger Jahre passiert. Ist es etwas, was passiert wurde, vielleicht sogar ausgenutzt wurde vom Westen, weil die gesagt haben, wir zeigen denen jetzt erstmal, wie es läuft? Wir sehen das ja. Wer hat den Hut auf in den Firmen, auch die ich kenne? Ne? Das sind ganz oft Menschen, die aus Baden-Württemberg kurz nach der Wende hier hergekommen sind. Es ist eben einfach so, dass die Menschen, die hier in Firmen gearbeitet haben, die staatlich organisiert waren, denen wurde oft das Selbstbewusstsein genommen, in dem Moment, wo sie vielleicht hätten sagen können, ey, ich mache es jetzt einfach. Da wurde nicht gesagt, ey, komm, ich nehme dich an die Hand, ich zeig dir, wie Wirtschaft hier geht. Nee, es wurde gesagt, ist ineffizient. Mach die Maschinen weg, komm. Mehr als 300.000 Menschen arbeiten 1989 in DDR-Textilbetrieben. 3 Jahre später sind es weniger als 50.000. Im Industriemuseum zeigt eine Tafel, wie massiv der Stellenabbau in den Fabriken war. Wir sehen ja hier auf dem Plakat eigentlich den Horror in Zahlen abgedruckt. Was hat das dann für die Beschäftigten, für die Frauen vielfach bedeutet? Na, das bedeutet tiefes Trauma, tiefe Trauer. Also das ist natürlich irgendwie, das muss man erstmal bewältigt kriegen. Und glaube ich nicht nur in der Industrie, es ist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen passiert, die Arbeitsplatzverluste und war ja eine Massenarbeitslosigkeit. Ne? Und es ist natürlich nicht das Heißversprechen, blühende Landschaft, wenn ich dann schlagartig irgendwie ohne das bin, was ich mal getan habe. Wir fahren zum Webereimuseum in Braunsdorf. Eine halbe Stunde von Chemnitz ist das entfernt. Hier bleibt Ostgeschichte auch 33 Jahre nach der Wende lebendig. Da braucht man schon Europax oder so, ne? Unbedingt. Krass laut. Cornelia Hilsberg leitet das Museum. Zur Wende arbeitete sie selbst an diesen Maschinen. Ich war gerade fertig mit meiner Ausbildung zum Textilfacharbeiter mit Abitur. Und ich wollte Textilmaschinenbau studieren in Chemnitz. Und mit einem Mal war die Ausbildung hinfällig. Also ich stand nach 3 Jahren komplett vorm Nichts und habe mir gesagt, ja, wer bin ich, was habe ich bis jetzt gemacht? Dass im Osten Millionen innerhalb kurzer Zeit umschulen, einen neuen Beruf erlernen mussten, das machen sich im Westen vermutlich nur wenige bewusst. Ich habe nicht das Gefühl, dass das anerkannt wird. Ja, es gibt ja eher den Begriff des Jammer-Ossis, vielleicht eher so nach dem Motto, habt euch nicht so. Ich denke aber, dass dieser unglaubliche Schnitt, dieser Bruch, den wir erlebt haben und dass es eben nicht anerkannt wurde, dass das immer noch nachwirkt und immer noch diese Kluft zwischen West und Ost sich darauf zurückführen lässt. Nicht die DDR als Unrechtsstaat verteidigen die Frauen, sondern das, was die Menschen geleistet haben. In ihrem Atelier in Leipzig bringt Eva Howitz neues Leben in die Mode des Ostens. Und sie kritisiert, dass die Ungerechtigkeiten der Wende bis heute anhalten. Ganz, ganz viele meiner Freundinnen und Freunde zahlen ihre Miete nicht an ostdeutsche HausbesitzerInnen, sondern an westdeutsche HausbesitzerInnen. Das ist aber einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir aus einer Geschichte kommen, in der 40 Jahre lang Menschen Kapital erarbeiten konnten in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und in der ehemaligen DDR die komplette Privatwirtschaft verstaatlicht wurde. Und das heißt, es sind 40 Jahre, die kein Privatkapital erwirtschaftet werden konnten. Und damit haben wir 40 Jahre weniger Kapital, was vererbt werden kann. Und dieser Unterschied beim Erben zwischen Ost und West, der ist gewaltig. Während im Saarland durchschnittlich 70.000, in Hamburg sogar 250.000 Euro an die nächste Generation weitergegeben werden, sind es im Osten nur 10.000 bis 20.000 Euro. Weniger erben
quasi bei Null anfangen und mehr leisten als andere? Das kennen nicht nur Ostdeutsche, sondern auch Zugewanderte und ihre Kinder. Meine Eltern gehören dazu. Auch sie kamen vor Jahrzehnten, leisteten ihren Beitrag zum Aufbau der deutschen Wirtschaft und sie blieben. So wie die Eltern von Hülya Öztürk. Morgen! Hülya? Genau, richtig. Ah, es freut mich. Hallo, Hi. Ich bin Mitri. Hi, Hülya, herzlich willkommen. Ja, oder Günaydın, wie man genau. sagt. Ne? Günaydın, hoş geldin. Hülya Öztürk führt die Kölner Konditorei in zweiter Generation. Übernommen hat sie das Geschäft von ihrem Vater Hasan Öztürk, der vor über 50 Jahren als Textilarbeiter nach Deutschland kam. Weil das Gehalt für eine neunköpfige Familie nicht reichte, baute Hülyas Vater aus dem Nichts eine Konditorei auf. Seine Spezialität? Frittierte Hefekringel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich immer um 5 Uhr morgens aufstehen musste, eigentlich wir alle. Oh Mann. Wir mussten dann backen. Wie? Während der Schulzeit, oder ja, was? Ja, während der Schulzeit, ja. Weil mein Vater konnte sich damals, also in den Anfangsjahren mit der Selbstständigkeit, konnte der sich ja kein Personal leisten. Ja, und dann mussten wir morgens um 5, 5:30 aufstehen. Dann mussten wir wirklich backen bis 7 Uhr, auch dieses Spritzgebäck. Und dann und das zur ist Schule, ja, oder? Ja, und dann zur Schule. Und das ist ja so richtiges Fettgebäck gewesen, was so im frittierten Öl frittiert wurde. Und dann haben wir auch entsprechend immer nach Öl gestunken quasi. Mann. Und dann gingen wir halt zur Schule, dann hieß es ja immer, ja, Kinderarbeit, Kinderarbeit. Dürft ihr nicht sagen, ihr dürft nicht sagen, dass ihr arbeitet. Ne? Ja, dann hieß es, warum riecht ihr denn so extrem nach Öl? Und das, was wir dann gesagt haben, ja, meine Mama hat gestern Pommes gemacht, meine Mama hat gestern Pommes gemacht. Nein. Wie oft habt ihr dann Pommes gegessen? Wirklich, sage ich ganz ehrlich, also es war wirklich hart. Kannst du uns zeigen, wie du oder wie ihr hier arbeitet? Ja, klar, gerne. Wie das hier riecht schon, toll. So, zack. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, ich finde es gar nicht so einfach. Also wenn er es aus der Luft macht, ist die Gleichmäßigkeit. Okay, schick so um. Ja, alles klar. Okay, es soll regnen. Ah, sieht schon besser aus. Noch 5 Bleche, dann hast du den Dreh raus. Da ist es ja. Ah, dein Baklava, okay. Was du vorhin gemacht hast. Ja, dann will ich doch mal hier, nehme ich das mal. Super Baklava, wirklich. In der Wohnung über dem Geschäft wohnt Hülyas Vater Hasan. Heute sind auch Hülyas Brüder Servet und Nebil zu Besuch. Hallo Papa. Marhaba, Anna ist mir Mitril, hallo. Ahlan wa sahlan. Hallo, Nebil. Ja. Nebil, hallo, Nebil. Servet Öztürk. Hallo, Servet. Ja. Ja. Bruder Nummer 2, Bruder Nummer 6. Oh Gott, ihr habt den. Ich bin die Nummer 7. Hauptsache, ihr habt den Überblick. Wir als Gastarbeiter haben keinen Kredit gekriegt. Also nicht wir, keine, also mein Vater. Keine Bank, eine Cent gegeben. Kredit. Waren Sie bei der Bank? Haben Sie mal gefragt? Ich habe gefragt, zweimal hier in Stadtsparkasse. Kann man nichts geben, Herr. Herr Öztürk, wo willst du bezahlen? Wie willst du bezahlen? Sie waren nicht kreditwürdig für die Bank? Keine. Aber Hülya hat von der Bank dann doch Kredit bekommen, als sie alles größer gemacht hat und neu. Weil die Leute, die denken, das ist eine deutsche Mädchen. Na, was bin ich denn für dich? Deutsch oder türkisch? Ja, beide. Beide. Hasan, sind Sie angekommen in Deutschland, auch so mit dem Gefühl? Richtig zufrieden. Ja? Ja. Der Papa ist zufrieden. Das ist irgendwie. Nee, so wie meine. Der Papa ist richtig zufrieden. Genau. Damals hatten sie nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ob die hier angekommen sind, ob die Gastarbeiter sind oder sonst was, weil die einfach so in ihrem, ich sag mal, den Alltag zu bewältigen oder die Familie zu ernähren oder sich was aufzubauen. Und als wir dann angefangen haben, in der Schule unseren Platz zu suchen, in unserer Ausbildung, in unserer Weiterbildung, finde ich, ist man viel mehr damit konfrontiert geworden, weil man sich dann natürlich auch in Position stellen wollte, wo man quasi mitmischt. Nochmal an euch dann die Frage, fühlt ihr euch manchmal als Bürger oder Bürgerin zweiter Klasse? Ich persönlich ja, aus dem Grund, ich habe mal eine
Zeit einen Job gesucht als deutscher Konditor und habe dann gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Herbert Öztag, ich möchte gerne als Konditor hier arbeiten, würde Ihnen gerne einen Tag Probearbeit anbieten. Und weil der Name so türkisch war, Herbert Öztag, kam von 10 Läden 9 Absagen. Auf dem gleichen Atemzug bin ich dann nach Hause gegangen, habe gesagt, so, das kann ich mir nicht bieten lassen, ich möchte das jetzt wissen, habe dann nochmal angerufen und habe dann gesagt, hier Stefan Schneider, ich möchte gerne bei Ihnen als Konditor arbeiten, als würde gerne Probearbeit machen. Von 10 Stellen 7 Zusagen. Oh. Ich fühle mich hier definitiv angekommen und ich möchte es nicht missen und ich bin dankbar, hier sein zu dürfen, nicht mehr und nicht weniger. Vermisst ihr das in der deutschen Erzählung, dass ihr eigentlich auch zu Deutschland gehört? Definitiv ja. Definitiv ja. Wir gehören zu Deutschland. Was ich halt immer traurig finde, ist, dass man dann immer sagt, man ist die Ausnahme, man ist die Ausnahme. Aber es ist nicht mehr. Ja, aber es ist nicht mehr die Ausnahme, es ist die Mehrheit. Die zweite Generation, die hier lebt, hat so viel geschaffen, was vielleicht viele Deutsche nicht geschaffen haben. Sage ich ganz ehrlich, ne? Also sehr, sehr erfolgreich. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir sprechen Deutsch, wir zahlen Steuern, wir haben uns gut integriert und deswegen sage ich definitiv, wir gehören zu Deutschland. Dazugehören. Das wollen Menschen mit Migrationsgeschichte ebenso wie Ostdeutsche. Aber lässt man sie das auch? An der Berliner Humboldt-Universität treffe ich 2 Wissenschaftler. Daniel Kubiak, im Osten geboren, Özgür Özvatan in der Türkei. Sie erforschen gemeinsam, wie Westdeutsche auf Ostdeutsche und Migranten schauen. Mit interessanten Ergebnissen. Eine Frage war, stimmen Sie der Aussage zu, dass die Ostdeutschen oder die Musliminnen noch nicht im heutigen Deutschland angekommen sind? Und da war die Zustimmung für beide Gruppen aus dem Westen heraus relativ hoch, so bei um die 40%. Wie wird denn über diese beiden Gruppen geredet? Noch nicht im heutigen Deutschland angekommen, neigen zur Radikalität, zu radikalen politischen Positionen und Demokratieferne. Es wird den Gruppen wird Demokratieferne zugeschrieben und das verbindet natürlich diese verschiedenen Aspekte, wo wir dann sagen können, naja, die sind demokratiefern, weil die sind radikal und deswegen sind sie auch nicht in dem heutigen Deutschland angekommen. Und sie jammern. Also das ist auch, auch so eine Erzählung, die, die Gruppen neigen dazu zu jammern. Meine Wahrnehmung ist, da ist oft gar nicht so viel Jammern, sondern da ist auch ein gewisser Stolz darauf, was man so geschafft hat, zu welchen Bedingungen man es geschafft hat. Und man will halt einfach die Anerkennung haben. Und ich meine, wir reden halt über eine Gesellschaft, jetzt in Ostdeutschland zumindest, über eine Gesellschaft, die in der 85% der Menschen 1993 nicht mehr den gleichen Job hatten wie 1990. Mhm. Also einfach eine gesamte Gesellschaft, die sich einmal umgedreht wurde. Ihre Kollegin Naika Furutan hat diese Parallelen zwischen Ostdeutsch und Migrantisch vor wenigen Jahren in einem Buch dargestellt und für Furore gesorgt. Die Vorurteile sind das eine. Hinzu kommen handfeste wirtschaftliche Unterschiede, die ebenfalls beide Gruppen betreffen. Das Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung stellt diesen Vergleich schon 2019 an im Hinblick auf das Einkommen. So gehören im Westen 19% der Menschen zur untersten Einkommensgruppe, leben also monatlich von weniger als 1.500 Euro netto. Im Osten sind es dagegen 27% und bei den Migranten sogar 30%, die mit so wenig Geld auskommen müssen. Aber es gibt auch die anderen Geschichten. Unternehmer wie Ingo Jung, die sich etwas aufbauen konnten. Vor 10 Jahren hat er bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt den Gotschesee gekauft und entwickelt ihn zu einem Ausflugsziel. Ja, wir haben den Aquapark, den wir hinten sehen, errichtet. Wir haben den Wegpark gebaut. Wir haben Ferienhäuser, wir haben Restaurants. Und der nächste Schritt, den wir jetzt vorhaben, wir wollen spätestens im nächsten Jahr mit einem neuen Hotelprojekt beginnen. Ich sag mal, wir hatten damals Helmut Kohl, unseren Einheitskanzler, der damals die blühenden Landschaften versprochen hat. Ich muss klar sagen, für mich sind das blühende Landschaften. Und insofern ärgere ich mich auch manchmal, wenn der eine oder andere vielleicht mit ein bisschen wenig Demut hier rangeht und sagt, Mensch, ist doch alles schlecht im Osten. Zu Ostzeiten sieht es hier in Bitterfeld noch ganz anders aus. Chemiewerke und Braunkohleindustrie verschaffen Zehntausenden Menschen Arbeit. Ein riesiger Tagebau gräbt sich durch die Landschaft. Die Stadt gilt als dreckigste Europas. Mit der Wende verlieren die meisten auf einen Schlag ihre Arbeit. Bitterfeld geht durch ein Tal der Tränen. Dann wird die stillgelegte Kohlegrube geflutet.
Der neue See, die Gotsche, macht die Region zum Naturparadies. Und Bitterfeld mausert sich zum modernen Industriestandort. Wäre da nicht der Streit um den See? Die Stadt verkauft ihn, weil sie, wie viele ostdeutsche Kommunen, verschuldet ist. Käufer Ingo Jung ist zwar Ostdeutscher, aber das Geld für den See, das kommt aus dem Westen. Von Merkle, einem milliardenschweren Firmenimperium aus Baden-Württemberg. Kaufpreis unter 3 Millionen Euro. Zu wenig für die Profite, die hier zu erwarten sind? Der Bitterfelder Stadtrat lässt den Verkauf derzeit überprüfen. Wurde hier etwa, wie schon zu Treuhandzeiten, ostdeutsches Gold verscherbelt? Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Man kritisiert immer andere und die Frage ist ja, was leisten die Akteure, die Kritiker? Und ich sag mal, das ist bei uns halt so, dass die gerade am meisten kritisieren, am wenigsten leisten. Früher habe ich geglaubt, es ist typisch deutsch. Mittlerweile glaube ich, es ist typisch ostdeutsch. Ich glaube, dass wir nach der Wende schon sehr neidisch und missgünstig geworden sind. Das gab es im Osten eigentlich früher nicht. Die Kritik am Seeverkauf, sie kommt aus allen Richtungen und sie ist politisch. Bitterfeld-Wolfen wählt einen Bürgermeister und es ist die AfD, die sich das Thema auf die Fahnen schreibt. Ende September hat sie den ersten Wahlgang gewonnen und hofft nun in der Stichwahl auf den nächsten Wahlerfolg im Osten von Deutschland. Wir hören uns in der Stadt um. Kaum jemand will offen mit uns sprechen. Eine der wenigen ist Diana Bäse. Mit der AfD hat sie nichts zu tun, aber zum Seeverkauf eine klare Meinung. Von meinem persönlichen Empfinden ist es weit unter Wert, vor allem wenn man bedenkt, dass hier im Vorfeld Millionen an Fördergeldern reingeflossen sind, auch aus staatlicher Hand. Und am Ende ist es halt für einen sehr geringen Betrag veräußert worden. Und heute hat die Stadt wenig Einfluss darauf, was hier drumherum passiert. Dadurch auch die Öffentlichkeit nicht mehr. Im Laufe der letzten Jahre sind so viele Jugendclubs geschlossen worden. Es gibt kein Kino mehr. Die Innenstadt stirbt aus. Den Menschen, die hier wohnen, denen nützt jetzt irgendwie kein Luxushotel am See. Die werden das wahrscheinlich nicht nutzen. Die westdeutsche Merkle-Gruppe hat nicht nur den Gotschesee gekauft, sondern mindestens 4 weitere Tagebauseen im Osten, sowie Äcker, Wälder und Immobilien. Der Osten profitiert von den Investitionen, aber die Wirtschaftskraft im Land, die bleibt ungleich verteilt. Von den 100 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands hat auch 2023, über 30 Jahre nach der Wende, nur eins seinen Hauptsitz in Ostdeutschland. Blühende Landschaften, ja, aber geerntet wird im Westen. Am attraktiven Seeufer der Gotsche entsteht gerade diese neue Siedlung. Ingo Jung hat Schwierigkeiten, solche Projekte im Osten zu finanzieren. Gängige Praxis der Großbanken in Deutschland ist ganz klar, dass der Osten immer noch Risikogebiet ist. Ja, ich habe also verschiedene Banken, mit denen wir arbeiten. Für die ist der Osten Deutschlands vom Rating immer noch schlechter zu betrachten als ein ähnlicher Standort in Westdeutschland. Das heißt, du bist als Unternehmer vor Ort natürlich auf Sparkassen und Volksbanken angewiesen. Und wenn dann aber in deinen Sparkassen Leute sitzen, die nach der Wende rübergespült wurden, die sich nicht wirklich mit der Region identifizieren, und die machen es den Unternehmern vor Ort natürlich nicht einfacher. Zwar gleichen sich Renten und Löhne langsam an, aber viele Ungleichheiten bleiben. Der Ostdeutsche fühlt sich allzu oft nicht wirklich verstanden, weil wenige Ostdeutsche in Führungsverantwortung sind in dem Land. Ja, wir haben ganz wenige Ostdeutsche in der Bundesregierung, wenige echte Ostdeutsche in den Landesregierungen, in den Ämtern, in den Behörden, in Führungspositionen. Und dadurch kommt, glaube ich, auch ein bisschen der Gedanke, dass man da hinten ansteht. Die vielen Millionen Ostdeutschen und auch die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland sind nur wenig in den Eliten vertreten. Ostdeutsche machen 19% der Bevölkerung aus, besetzen im Jahr 2019 aber nur 10% der deutschen Führungspositionen. Migranten stellen sogar 26% der Menschen, haben aber nur 9% der Elitejobs. Eine Ostdeutsche hat es in die Elite geschafft. Dass ganz Ostdeutschland ihr deswegen aber stolz zu Füßen lag, das sollte ausbleiben. Hallo,
Guten Tag, hallo. Hallo. Da sind Sie ja schon gleich, Frau Merkel. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Schön, dass wir reinkommen dürfen hier. Hier ist mein Büro. Ja. Das ist also Ihr Büro. Ja. Wie viel Zeit verbringen Sie hier? Naja, wenn ich da bin und ich bin auch häufig im Büro, dann verbringe ich 8-9 Stunden am Tag hier. Angela Merkel gibt mir das erste TV-Interview seit Ende ihrer Kanzlerschaft. Sie will nicht über Tagespolitik sprechen. Ich möchte von ihr wissen, warum sie als erste Ostdeutsche im Amt ihre Identität so selten betonte und wie sie inzwischen auf die Vielfalt dieses Landes blickt. Sehr ja, schön. Das ist ja ein Zimmer mit Geschichte, denn hier oben hat auch Margot Honecker gesessen, die DDR-Volksbildungsministerin. Und als Kinder sind mein Bruder und ich hier unten immer vorbeigegangen an dem Haus und haben das Propagandamaterial des Volksbildungsministeriums der DDR studiert. Oh Gott. Und dass ich hier mal lande. Dann hat Helmut Kohl hier gesessen, auch als Altkanzler. Und ja, jetzt habe ich das Büro und fühle mich hier sehr wohl. Da ist es. Ja, und wenn man sich noch erinnert, wie trostlos das alles aussah. Können Sie sich denn noch daran erinnern, als Sie zum ersten Mal durch das Brandenburger Tor gegangen sind? Also es ist ja nicht gleich am 9. November geöffnet worden, wie die Rest der Mauer, sondern erst kurz vor Weihnachten. Und ich war nicht dabei, als die Öffnung war. Ich habe in der Schönhauser Allee gewohnt, da war ich dort. Weiß noch, wie beim Bäcker im Radio das übertragen wurde, dass es jetzt geöffnet ist. Ich bin dann sicherlich am 23., also einen Tag später, durch. Viele Jahre habe ich immer ein ganz bestimmtes Gefühl gehabt, wenn ich durch das Brandenburger Tor gegangen bin. Also das hat sich erst nach bestimmt 15 Jahren normalisiert. Ja. Es blieb immer etwas Besonderes. Und jetzt sind zack, 33 bzw. 34 Jahre um. Ja. Frau Merkel, deutsche Einheit, Ostdeutschland, Perspektive von Zuwanderergenerationen. 1, 2, 3, das ist das Thema. Jetzt ist das hier Ihr allererstes TV-Interview seit Amtsausscheiden. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden? Ja, das Thema als solches interessiert mich. Und dann ist ja auch eine meiner letzten Reden die Rede zum Tag der Deutschen Einheit gewesen in Halle 2021. Jetzt fand ich eigentlich den Bezug recht interessant. Und deshalb habe ich mich zu dem ersten Interview wieder entschieden. Das war ja im letzten Jahr Ihrer Kanzlerschaft, als Sie diese Rede gehalten haben. Und dabei haben Sie etwas erwähnt, das ich so ähnlich häufig gehört habe in den letzten Tagen und Wochen auf meiner Drehreise. Sie haben davon gesprochen, dass Ihre DDR-Vergangenheit als Ballast bezeichnet wurde. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. In einem Ende letzten Jahres von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Buch heißt es in einem der dort veröffentlichten Aufsätze über mich, ich zitiere, Sie, die als 35-Jährige mit dem Ballast Ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein. Zitat Ende. Die DDR-Biografie, also eine persönliche Lebensgeschichte von in meinem Fall 35 Jahren in einem Staat der Diktatur und Repression, Ballast? Was haben Sie dabei empfunden, als Sie das zum ersten Mal gelesen haben? Weil es war ja ein Artikel, in dem das veröffentlicht wurde. Ja, es war wie so ein kleiner Schlag in die Magengrube, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eine Darstellung meiner Zeit als Parteivorsitzende, als CDU-Vorsitzende und ich habe irgendwie erst gar nicht richtig glauben können und dann habe ich noch mal gelesen, aber es war Ballast. Und da habe ich natürlich irgendwo mich entkernt gefühlt, weil alles, was mich ausmacht, natürlich die Biografie, das Aufwachsen in der DDR war. Und man kann ja nicht von einem Menschen irgendetwas abtrennen und insofern war ich einfach baff. Da muss man erst mal drauf kommen. Und das haben Sie dann artikuliert in dieser Rede und haben hundertprozentig einen Nerv getroffen bei vielen Millionen in Ostdeutschland. Und ich habe mich gefragt,
Warum haben Sie das erst so spät formuliert, diese Worte, die sehr eindeutig waren? Was hat Sie davon abgehalten, das vorher zu machen? Also interessanterweise ist ja der Artikel mir erst unter die Augen gekommen, als meine Parteivorsitzendenkarriere schon beendet war. Aber jetzt davon abgesehen, ich hätte so eine persönliche Bemerkung in meiner Amtszeit, wenn es jetzt nicht zum Ende hingegangen wäre, wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich mich immer als Kanzlerin aller Deutschen verstanden habe, vielleicht auch manchmal nicht so getraut habe, aus der DDR-Zeit frank und frei dauernd zu sprechen, weil das wieder auch so eine Art Stigmatisierung geworden wäre. Jetzt kommt sie wieder mit ihrem Ostdeutschland oder so, sondern ich habe das dann viel mit mir selber ausgemacht oder im Wahlkreis darüber gesprochen, aber eben nicht als Bundeskanzlerin, es wie eine Monstranz vor mir hergetragen. Aber ich war dann doch auch erstaunt, wie viele Leute dann das auch als etwas verstanden haben, was sie auch angeht. Und insofern plädiere ich doch dafür, das Gespräch darüber auch immer wieder zu führen. Das habe ich nämlich auch gedacht. Sie hätten ja eine Brücke schlagen können zu denen, die das so empfunden haben. Nach der Wende gab es viele Enttäuschungen, eben auch durch das, was Sie gerade beschrieben haben, dass man sozusagen abgewertet wurde, die Biografie quasi ausgelöscht, fand dann nicht mehr statt. Dann hätten Sie doch viele Millionen früher mitnehmen können, oder? Naja, es ist ja nicht so, dass ich nie darüber gesprochen habe. Also ich habe immer auch darüber geredet, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Staat DDR, dessen Überwindung wir natürlich alle begeistert gefeiert haben, und einem persönlichen Leben, das ja in jedem Land mehr ist als nur die staatliche Struktur, Gott sei Dank. Und auch die DDR hat es trotz aller Versuche, Jugendliche immer wieder zu beeinflussen, natürlich nicht geschafft, die Familie zu ersetzen. Und man hatte Freunde, man hat gefeiert, wir sind mit den Eltern in Urlaub gefahren. Das waren ja alles Erlebnisse. Und dann gibt es noch die prägenden Erlebnisse durch den Staat. Ich meine, die Anwesenheit von Freiheit formt Menschen, aber die Abwesenheit von Freiheit formt sie ja auch. Und da erlernt man auch wichtige Dinge. Darüber hatte ich schon gesprochen, aber ehrlich gesagt, mir wäre auch gar nicht in den Kopf gekommen. Ich hätte das ja selber nicht niederschreiben können, dass jemand schreibt, die Biografie in der DDR war Ballast. Sie waren die Kanzlerin aller Deutschen. Aber in meiner Wahrnehmung haben Sie im Osten, zumindest in den letzten Jahren, sehr viel an Missmut abbekommen. Womit erklären Sie sich das? Naja, es gab einen Teil der Menschen, die sehr wütend auf mich waren. Das hat sich hat begonnen während der Zeit, als der Euro in Schwierigkeiten kam, aber dann, als auch sehr viele Flüchtlinge zu uns kamen, da hat sich die Lage polarisiert. Aber ich habe auch immer wieder darauf hingewiesen, würde das hier auch gerne noch mal tun, dass ich ja immer meinen Wahlkreis gewonnen habe. Also es ist ja nicht so, dass die Mehrzahl der Menschen in den neuen Bundesländern mich angeschrien hätte, sondern es gab einen Teil und eine sehr radikale und auch laute und intolerante Gruppe. Aber sehr, sehr viele Menschen haben das natürlich ganz anders gesehen. Und es ist auch etwas Bekümmerliches fast, dass sozusagen der Lauteste den letzten Eindruck hinterlässt. Und viele Menschen, die leise und auch sich dagegen wehren, gegen diese Intoleranz, die kommen viel weniger zu Wort. Und das ist auch nicht in Ordnung. Auf meiner Drehreise sind mir in Ostdeutschland häufig Menschen begegnet, ganz normale Lehrer, Ingenieure und so weiter, die Verständnis dafür geäußert haben, dass die Menschen im Osten verstärkt AfD wählen. Verstehen Sie das? Nein, also ich möchte dafür kein Verständnis äußern, weil ich glaube, ich verstehe, dass man über manches verärgert ist, dass man nicht alles gut findet. Aber ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass man deshalb Ideen und Gedankengut unterstützt, was für mich nichts mit dem, was ich als Toleranz oder was im Rahmen meiner Toleranz akzeptabel ist. Und wenn man sich sozusagen auf Kosten anderer Menschen, auch anders aussehender Menschen, von Menschen mit anderer Biografie profiliert, dann ist das nichts, wofür ich Verständnis habe. Da würde ich immer dagegen argumentieren.
und würde sagen, man kann in dieser demokratischen Gesellschaft wirklich auch anders seine Kritik und seinen Ärger zum Ausdruck bringen. Über Vielfalt und Zusammenhalt spreche ich später noch mit ihr. Ja, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass Angela Merkel sich ja verletzlich gezeigt hat, also dass sie eine Unsicherheit eingestanden hat. Sie hat gesagt, dass sie sich nicht getraut hat, ihre ostdeutsche Identität während ihrer Kanzlerschaft stärker zu betonen. Sie war 16 Jahre Kanzlerin und hat das also quasi erst ganz zum Schluss ihrer Kanzlerschaft gemacht. Also das hat mich wirklich sehr überrascht. So, meine Jungs. Dieser Frust im Osten, der auch Ex-Kanzlerin Merkel immer stärker entgegenschlug, den will ich besser verstehen und bin bei Tom Bernau am Mulde-Stausee in Sachsen-Anhalt, wo er eine kleine Fischerei und eine kleine Farm betreibt. Das ist dann jeden Morgen passiert, das, ja? Ja, so beginnt das Leben eines Fischers. Hier gehen wir noch das Gatter zu machen, ja, okay. Nicht, dass die Weihnachtsbraten davonfliegen. Ja, genau. Oder dann kommt der Herr Fuchs. Hauen die ab? Nee. Ja, Emily! Mensch! Welchen Fisch fangen Sie am häufigsten? Am häufigsten? Also mein Brotfisch ist der Zander. Zander. Zander, Barsch. Fischer Bernau hat sich kurz nach der Wende selbstständig gemacht. Und er bekommt im Gespräch mit seinen Kunden mit, was die Menschen hier aufregt. Ja, mal rein. Vorsichtig! lustig! Eieieiei, meine Güte, was für ein Riesenviech. Wie so viele findet auch er, dass Einwanderern heute das Leben zu leicht gemacht werde. Während die Ostdeutschen nach der Wende hart schuften mussten, um sich ihr kleines bisschen Wohlstand aufzubauen. Aber das ist ein ganz heikles Thema. Ja. Da trauen sich scheinbar auch große Parteien nicht ran. Ja. Aber da muss es mal richtig. Ja. Ich meine, jeder, der hierher kommt nach Deutschland, der sollte auch arbeiten. Aber wenn er herkommt, dann soll er auch soziale Leistung bringen für die Gemeinschaft. Sonst funktioniert die Gemeinschaft irgendwann nicht mehr. Das Problem ist, nicht alle dürfen arbeiten, die herkommen. Ne? Das ist ja das ist das Problem. Das liegt aber an der Politik, nicht an uns. Viele kommen ja auch nur her, praktisch auch, wenn Deutschland ist attraktiv. Ja? Warum kommen die Leute her? Muss man sich aber auch mal fragen. Ja? Ja? Uns geht's gut. Ja? Andere wollen auch was dran teilhaben. Sollen sie auch, aber da müssen sie auch was dafür tun. Und das ist bei vielen Leuten stößt das an. Mhm. Ja? Von der Politik sind viele Menschen im Osten schon länger enttäuscht. Aber jetzt wird dieses Gefühl besonders von einer Partei aufgegriffen, der AfD. Sie profiliert sich als Stimme des Ostens. So, sehen Sie hier, sehr guten Fettgehalt, also sehr schöne Fische. Da wissen Sie schon, da sitzt jeder Schnitt hier. Ja, naja, ihr lernt das gelernt. Ja. Aber bereitet Ihnen das Sorgen, dass dann, wenn dann die Leute zur Wahl gehen, dass sie AfD wählen und viele damit ein Problem? Ich meine, dann hat auch einer was verkehrt gemacht. Das ist nun mal Demokratie. Ja. Aber dass die Partei in großen Teilen verfassungsfeindlich ist oder rechtsextremistisch macht, bereitet Ihnen das Sorgen? Ja, manchmal sind da die Medien auch ein bisschen weit. Ja. Ich meine, wenn sie rechtswidrig ist, verfassungsfeindlich ist, dann wird es verboten. Dazu haben wir Gesetze. Die ist aber nicht verboten. Also kann sie nicht rechtswidrig oder verfassungsfeindlich sein. Ja, das heißt, hier und wieder gibt es nicht. Ja? Ist so. Entweder es gibt was oder es gibt es nicht. Und spekulieren kann jeder über eine Partei. Die Medien sind das nächste Reizthema, besonders wir Öffentlich-Rechtliche. Auch das muss man mal aushalten können. In dem Moment, wo ich sage, die ist verfassungsfeindlich, als öffentlicher rechtlicher Sender, in dem Moment nehme ich doch Stellung. Ja, aber so muss man das aber sehen. Du sehen das viele Leute. Ah, ja, okay. Das sehen die Leute im ersten Blick, sehen das so. Ja. Und dann ist noch, kommt dazu, wurden in der DDR früher auch sehr viel bevormundet. Das ist, wird hier, Osten sage ich jetzt, vielleicht mehr wahrgenommen als in den alten Bundesländern. Da ist man das mehr gewöhnt. Ja. Da gab es die Mainzelmännchen schon immer. Ja, was ich so sagen, ja. Vertrauensverlust in die Arbeit von uns Öffentlich-Rechtlichen und der Zuspruch zur AfD, das sind Dauerthemen. Die AfD wird zwar auch im Westen gewählt, aber im Osten eben ganz besonders häufig. Meine Wahrnehmung ist, dass wir uns manchmal zu sehr aufhängen an der Frage, warum ist das im Osten größer, anstatt diese Frage für Gesamtdeutschland zu stellen. Wir müssen uns mit Rechtsextremismus in Ostdeutschland beschäftigen und wir müssen uns gleichzeitig mit Rechtsextremismus in Westdeutschland beschäftigen. Aus der westdeutschen Perspektive nehmen wir an, dass wir aus der Geschichte so viel gelernt haben,
dass wir gemütlich sein können. Und Teil dieser Gemütlichkeit ist eben auch immer, demokratietheoretische Probleme auf andere auszulagern. Und diese Gemütlichkeit haben wir nicht mehr. Also diese Nie-Wieder-Erzählung, mit der ich groß geworden bin, ich habe sie noch nie so sehr in Gefahr gesehen. Eben. Ja. Einer, der sich auch Sorgen macht, ist Emiliano Chaimite. Als Vertragsarbeiter kommt er 1986 aus Mosambik in die DDR und lebt heute in Dresden. Ich habe mich eine Zeit lang auch Bürger dritter Klasse gefühlt. Ja, ich dachte, das erste, zweite Klasse, wie die Ostdeutschen selber. Aber dann habe ich dann gemerkt, sie wollen mich auch nicht dabei haben. Die Vertragsarbeiter leben zu DDR-Zeiten in isolierten Wohnheimen. Nach der Wende sind rassistische Übergriffe an der Tagesordnung. Natürlich hatten wir nach der Wende Angst. Also das war nicht zu unterdrücken. Es war gang und gäbe, dass wir immer gesagt haben, ab 18 Uhr darf man überhaupt nicht mehr alleine auf die Straße gehen. Ich weiß, dass es schwierig ist, eine Gesellschaft, die zum Teil so in sich eingesperrt war, wie die DDR gewesen ist, plötzlich jetzt so eine Einwanderungsgesellschaft werden soll. Ich will auch mein Leben nicht dafür offen, immer ewig Opfer zu sein, sondern ich möchte als vollwertiger Mitglied dieser Gesellschaft gesehen werden. Und dafür leiste ich auch eine Menge. Der gelernte Krankenpfleger baut seit der Wende mehrere Vereine für Migranten auf. Und er ist stolzer Familienvater. Du hast deine Brötchen nicht gegessen, Adriano, stimmt's? Das möchtest du nicht. Das war nicht lecker genug, ne? Willst du dann dort arbeiten wie die Mama? Nein. Nein, okay. Verstehe ich. Der Verein von Emiliano Chaimite schaut jetzt besorgt aufs nächste Jahr, wenn die Sachsen einen neuen Landtag wählen. Es kommen raue Zeiten. Ihr wisst, wir haben jetzt 2024 Wahlen. Das heißt also politische Bewegungen. Wir wissen nicht, was da kommt. Und dieses Gedankengut der AfD ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und auch deswegen kandidiert er selbst für ein politisches Amt, will für die SPD in den Dresdner Stadtrat. Als er es vor 4 Jahren mit dem Landtag versuchte, wurde er nicht gewählt. Sachsen ist noch nicht bereit in vielen Bereichen. Also wir haben nur keinen einzigen Stadtrat jetzt, zumindest in diesem Stadtrat, geschweige im Landtag gibt es, glaube ich, eine Person mit Migrationshintergrund. Und nicht nur in Sachsen sind Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik kaum vertreten. Während sie in Deutschland fast 29% der Bevölkerung ausmachen, stellen sie nur 11% der Abgeordneten im Bundestag. In den Landtagen haben sogar nur 7% der Abgeordneten migrantische Wurzeln. Wenn ich so sehe, wie die Konkurrenz ist bei der Wahlliste, mit der Aufstellung der Wahlliste, Wahnsinn. Es ist sehr, sehr hart und für Menschen mit Migrationsbiografie besonders hart, weil wir müssen zweimal so gut sein. Man muss sich ausdrücken können, man muss genau auf den Punkt kommen, man muss Menschen programmatisch überzeugen. Also das ist wahnsinnig aufwendig. Sich immer wieder beweisen zu müssen, das höre ich auf meiner Reise nicht zum ersten Mal. Wofür Emiliano Chaimite kämpft? Er will, dass Menschen mit Migrationshintergrund ein Teil der deutschen Erzählung werden. Und ja, auch, dass sie sich sicher fühlen können. Natürlich, die Entwicklung macht mir Sorgen, aber jetzt nicht mehr nur, weil Migranten angegriffen werden, sondern mir macht es natürlich Sorge, dass die Demokratie jetzt in großer Gefahr ist. Dass die Demokratie jetzt wirklich an so einen Tiefpunkt angekommen ist, wo wir sehr aufpassen müssen. Ich bin noch einmal in der Kolbstraße in Köln. Denn Hass und Gewalt gegen Migranten gibt es nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Im Sommer 2004 explodiert hier eine Nagelbombe, verletzt über 20 Menschen. Jetzt, fast 20 Jahre später, ist die Bedrohung von rechts immer noch Hülya Özdags Alltag. Vor kurzem erhält sie diesen Drohbrief. Also das war einmal das hier. Also wir sind viele in Köln. Ach so, ganz ein Klischee nach dem anderen, Schweinekopf da oben drauf montiert, ganz toll. So, und dann, was ich dann krass fand, war das hier.
Mehl brennt gut. Der hat sich wirklich die Mühe gemacht, da noch ein Streichholz hinzukleben. Ne? Also auch damals nach dem Anschlag, wo wir dann auch oft in den Medien waren, habe ich auch eine Menge Drohbriefe erhalten. Und kriegst du dann Angst, wenn du sowas? Also im Ersten, ich sag mal so, damals also hatte ich keine Angst. Mittlerweile bin ich ja selber Mutter von zwei Kindern, wo man sich dann manchmal schon so Gedanken macht, so man hat jetzt Kinder. Aber dann habe ich mir wiederum gedacht, ich so, nee, das mache ich nicht. Das ist genau das, was sie erreichen wollen, und von sowas lasse ich mich nicht einschüchtern. Wir leben in einem demokratischen Land, hier herrscht Meinungsfreiheit, also werde ich das auch weiterhin machen. Hülya Özdag ist mit ihrer Rassismuserfahrung nicht alleine. Mehr als jeder Fünfte in Deutschland berichtet von Abwertung aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft. Manchmal sogar durch den Staat selbst. Dann hatte ich mal zwei deutsche Bewerber. Einen, der aus Bayern kommt, ne, der dann als Konditor bei uns arbeiten wollte. Und dann ist er tatsächlich zum Arbeitsamt gegangen, hat den halt die Meldung gemacht, dass er gesagt hat, ja, ich möchte in der Konditorei Özdag in der Kolbstraße probearbeiten gehen. Ja, und die Antwort, die der bekommen hat, sind Sie sicher, dass Sie in der Kolbstraße in eine türkische Konditorei gehen wollen und da probearbeiten wollen? Also, naja, Sie müssen das Wahnsinn. Nicht machen. Man erwartet, dass man sich integriert. Na, und dann macht man das alles so, wie es sich eigentlich gehört. Und wenn dann, also die Behörden, also das muss man sich jetzt erstmal sagen, geh da nicht hin. Also was soll ich denn da bitte noch erwarten? Also so weit sind wir schon. Ist krass. Ja. Hülya, wenn du all das erzählst, auch mit den Erfahrungen, die du da mit den Behörden machst, was ziehst du daraus für Schlüsse? Dass wir eigentlich immer noch nicht hier angekommen sind oder dass man uns eigentlich immer noch nicht dazu zählt. Also man redet immer von, man muss sich integrieren, aber ich denke, man will nicht, dass sie sich integrieren. Ich kann sie gut verstehen. So sehr man sich anstrengt, so wenig kommt man vom Fleck. Ich bin als Sohn türkischer Eltern geboren, wurde 1989 vier Wochen vor Mauerfall als Deutscher eingebürgert. Ich weiß, dass ich Glück hatte und inzwischen privilegiert lebe. Aber vor Rassismus schützt auch kein deutscher Pass. Wenn, dann habe ich ihn häufiger im Osten erlebt. Und warum das so ist? Diese Frage nehme ich mit zur ehemaligen Bundeskanzlerin. Ich bin eine Person mit Migrationshintergrund und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich im Osten häufiger mit Rassismus konfrontiert werde. Und ich frage mich, woran das liegt. Ja, es ist bedauerlich. Und auch, wie gesagt, erstmal nicht zu akzeptieren, aber es, wenn Sie das persönlich so berichten, dass das bei Ihnen so ist, dann muss man es vielleicht damit erklären, dass es nicht die Vielfalt an Biografien öffentlich gab. Wir hatten ja auch viele vietnamesische Vertragsarbeiter, angolanische Vertragsarbeiter, aber die wurden ja geradezu weggesperrt aus dem öffentlichen Leben, die durften nicht reisen mit oder nur unter bestimmten Bedingungen, wohnten in abgeschotteten Wohnheimen und Ähnlichem. Und es ist vielleicht auch so, dass die Menschen, die die Veränderung erlebt haben, also aus der DDR dann in die deutsche Einheit hineingegangen sind und das ja in großer Menge begrüßt haben, die haben natürlich sehr viel Umbrüche mitbekommen. Und ich weiß noch, als aus meiner Zeit Anfang der 90er Jahre, als ich Jugendministerin war, dass es fast so ein bisschen einen Wettbewerb auch gab. Wenn ich mit türkischstämmigen Jugendlichen gesprochen habe, dann haben sie gesagt, jetzt sind wir eine Klasse runtergerutscht. Die Besten sind natürlich die westdeutschen Jugendlichen, dann kommt der Ossi dran. Das habe ich auch so ähnlich erfahren. Ja. Und dann kommen wir erst. Also wir hatten auch richtig Existenzängste. Und viele Ostdeutsche haben sich eben auch vielleicht mehr eine Konkurrenz gesehen in Menschen mit Migrationshintergrund. Aber akzeptabel ist es deshalb trotzdem nicht. Aber das, was Sie gerade geschildert haben, das habe ich auch in Köln gehört, wo wir bei einer türkischstämmigen Familie gedreht haben. Naja, damals waren Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze knapp. Und dann hatten die wirklich Angst, wenn sie mit gleichen Schulergebnissen kommen, dass dann doch wieder der Deutschstämmige aus dem Osten eher genommen wird als derjenige, der mit einem Migrationshintergrund kommt. Ausgrenzung, Abwertung, Vorurteilskultur und Herkunft als Makel, ist das vielleicht etwas, das Ostdeutsche und Migranten verbindet? Ich glaube, es verbindet Menschen immer, die eine Minderheitenbiografie haben. Ich würde jetzt gar nicht das sozusagen aufmachen, sondern wenn man aus einer ganz speziellen Herkunft vielleicht auch mit
besonderen Eltern im Westen kommt, kann einem das auch passieren, dass man ausgegrenzt wird. Es gibt eine gewisse Tendenz, die sozusagen den durchschnittlichen Lebenslauf für das Gegebene zu halten. Und ich habe immer dafür plädiert, dass unsere Stärke ja eigentlich die Vielfalt ist. Und wenn wir das immer weiter eingrenzen, was ist noch normal, dann ist man sehr schnell dabei, dass man viel zu viele Menschen ausgrenzt. Und es gibt vielleicht eine gewisse Tendenz im Augenblick, alles zu vereinheitlichen und damit auch zu verkürzen. Und deshalb plädiere ich immer für Vielfalt. Ja, man muss halt differenzieren, aber das ist sehr anstrengend. Man muss ja dann seine Perspektive wechseln. Ja gut, aber das ist ja das Wesen, ja, ja. Das ist ja das Wesen unserer Demokratie und auch Europas. Ich habe im Zusammenhang mit unserer ersten Ratspräsidentschaft 2007 mal eine Rede im Europäischen Parlament gehalten und da Karel Čapek, den tschechischen Schriftsteller, zitiert, der gesagt hat, der Schöpfer Europas hat es klein gemacht und dann noch in winzige Teile geteilt, damit sich unsere Herzen an der Vielfalt erfreuen. Und die Vielfalt ist ja eigentlich das Schöne, dass die Menschen nicht gleich geboren werden, sondern unterschiedlich geboren werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich in die Schuhe des anderen hineinversetzen muss, aus dem Blickwinkel gucken muss, aber das ist ja auch eine Bereicherung. Sie haben mal gesagt, als Sie halt Kanzlerin waren, ich bin die Bundeskanzlerin aller Deutschen, das schließt alle, die hier dauerhaft leben, mit ein. Jetzt bezogen auf die deutsche Einheit, Frau Merkel, braucht Deutschland eine neue Erzählung, die Zugewanderte, die eben dauerhaft hier leben, mit einschließt? Ja, selbstverständlich. Es braucht diese Erzählung. Es braucht es eigentlich schon immer. Aber da wir ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Menschen haben, die dauerhaft in unserem Land leben und noch nicht immer hier gelebt haben, ist das wieder eine neue Aufgabe, dass wir sie mit aufnehmen, ja. Deutschland umfasst alle. Ich habe darüber auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sehr häufig gesprochen. Wer ist verantwortlich für, zum Beispiel für türkischstämmige Menschen, die hier zweite, dritte Generation wohnen? Ja. Und ich habe immer gesagt, pass auf, dass deren Bundeskanzlerin bin ich. Und das bedeutet nicht nur für türkischstämmige, den deutschen Staat und seine Gesetze auch anzunehmen und zu respektieren. Wir sind auf der Dresdner Augustusbrücke. Hier wird das Gastmahl für alle gefeiert. Jetzt gibt es 33 Jahre die deutsche Einheit und immer noch haben die nicht zueinander gefunden so richtig. Woran liegt das denn? Nicht mal die Ost- und Westdeutschen haben alle bis jetzt zueinander gefunden. Und Sie fragen mich, wie ist das mit den Ausländern? Wir sehen das hier in Dresden auch. Wenn man heute durch die Neustadt geht, ist das anders als vor 10 Jahren. Es ist viel bunter geworden. Und das ist natürlich für viele Leute beängstigend. Für ein Fest sind viele bereit zu kommen. Besonders, wenn es auch schmeckt. Aber sonst, wenn es um eine richtige Diskussion geht, wie läuft es bei uns, ja, wo sind die Probleme, ja, dann ducken sich die meisten. Seien wir ehrlich, wir haben noch richtig viel vor uns. Menschen mit Migrationshintergrund und Ostdeutsche beklagen eigentlich häufig die gleichen Dinge. Und haben viel mehr gemeinsam, als ich vor meiner Reise gedacht hätte. Zufriedenheit wird sich nicht so schnell einstellen. Zu groß die Unterschiede bei Vermögen und Biografien, zu gering die Mitsprache von Ostdeutschen und Zugewanderten. Was aber jeder erwarten darf: Anerkennung, Gleichbehandlung und Respekt.